So viel Sehnsucht in einer Folge. Anne und ihre Freundin, Prissy und Mr. Phillips und auch Bash. Alle sehnen sich danach, angenommen und geliebt zu werden, einfach so, wie sie sind. Aber alle machen die Erfahrung, dass sie sich erst irgendwie verbiegen müssen, damit sie sich für andere liebenswert machen. Wie anders ist da Gottes Liebe? Er hat sich, noch bevor wir geboren wurden oder irgendetwas leisten konnten, schon dafür entschieden, dass er uns bedingungslos lieben will. Wie gewagt! Ich weiß zumindest von mir, dass das Gesamtpaket, für das er sich da entschieden hat, nicht immer liebenswert ist. Aber was überhaupt ist bedingungslose Liebe? Ist das eine Liebe, die einfach sagt, du bist toll, so wie du bist, alles ist richtig und nichts an dir muss sich verändern? Ich glaube nicht, denn das wäre doch eine Lüge oder zumindest große Gleichgültigkeit. Ich musste so an meine Kinder denken, die liebe ich wirklich sehr. Aber heißt das, dass ich immer alles richtig und toll finde, was sie tun? Dass ich sie nicht auch erziehe oder mit ihnen gemeinsam überlege, wie sie Handlungen und Haltungen verändern können? Natürlich tue ich das. Und zwar, weil ich sie liebe. Meine Liebe zu meinen Kindern ist längst nicht so bedingungslos wie Gottes Liebe zu dir. Aber sie dient uns als Beispiel. Gott liebt dich wirklich bedingungslos. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit er dich noch mehr liebt. Aber es ist eben keine Liebe, die einfach alles zudeckt oder über alles hinwegsieht. Gott ist wirklich interessiert an dir. Er möchte mit dir durchs Leben gehen. Er möchte dir Wegweisung geben und er möchte dich auch verändern. Er als Schöpfer dieses Lebens kennt uns so gut und er weiß genau, was uns schadet und was unser Leben erfüllt. Vielleicht bist du jetzt skeptisch und ich könnte das verstehen. Wer ist dieser Gott? Woher weißt du, dass er dich bedingungslos liebt? Und was will er überhaupt verändern? Wenn wir skeptisch sind, dann muss Vertrauen wachsen. Und Vertrauen wächst, wenn wir uns auf etwas einlassen und gute Erfahrungen dabei machen. Bei Gott könnte das bedeuten, dass du mit ihm ins Gespräch kommst. Sprich mit ihm darüber, was du für Fragen hast, vielleicht auch über das, was dich skeptisch macht. Oder lies mal in der Bibel. Dort gibt es so viele Geschichten von Menschen, die sich längst vor uns auf den Weg mit Gott eingelassen haben und die ihr Vertrauen auf ihn gesetzt haben und nicht enttäuscht wurden, weil sie wirklich erleben durften, dass Gott sie bedingungslos liebt. Also, worauf wartest du noch? Was hält dich ab?